Sonntag hier auf YouTube. Leute, habt ihr gesehen? Neues Auto ist auch da. Ich hoffe, ihr folgt mir auf Instagram, obwohl ich bin auf Instagram echt so inaktiv. Also folgt mir nicht auf Instagram. Aber ihr könnt mir natürlich folgen, aber ich bin da so inaktiv. Also es gibt jetzt da auch nicht sonderlich viel zu verpassen. Neue Auto, was sagt ihr? Wie findet ihr es? Ich finde es geil, Leute. Also ich sage euch ganz ehrlich, das neue Auto ist Killer. Feier ich unnormal. So ein geiler Wagen. Boah, boah, boah. Vor allem das Ding ist einfach, das Auto ist einfach eigentlich das alte Auto, aber ein bisschen geupgradet sozusagen. Ich finde es sowas von nice, Alter. Das ist echt neues Feeling so ein bisschen. Er sieht echt nice aus. Auch die Felgen, Leute. Ich sage euch echt, die Felgen... Einige, oder ich sag ganz ehrlich so, bei den Felgen ist das so ein bisschen 50-50. Das feiern, einige Leute feiern das, einige Leute feiern es nicht. Oder mehr Leute, würde ich fast sagen, feiern es nicht so. Aber ich sag euch echt, die Felgen in Real Life, falls ihr die gesehen habt, Leute, in Real Life sehen die Felgen anders krank aus. Wirklich anderes Level nochmal. Auf Bild kommt das gar nicht so rüber. Glaubt mir, auf Bilder ist immer alles nicht so geil. Aber in echt werdet ihr auch sagen, ey, wenn ihr vielleicht so ein bisschen skeptisch seid und sagt, du weißt nicht so, sage ich euch, wenn ihr den echt sehen würdet, 10 von 10. Und lustigerweise, Leute, ich habe ja mir das Auto letzte Woche im Stream nochmal konfiguriert. Und als ich mir das Auto konfiguriert habe und die Felgen nochmal gesehen habe auf dem Auto, sage ich euch ehrlich, innerlich habe ich auch so gesessen, so, vielleicht doch nicht die Felgen. Vielleicht ist es doch irgendwie too much, so, passt nicht so ganz. Aber ich sage euch ganz ehrlich, geil, geil, geil. So, warte mal, wir gucken mal rauf. Das ist er, Leute. Boah, guckt euch die Felgen an, Leute. Ey, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, die sind Killer, glaubt mir. Diese Killer. Hier ist er, mein neuer GT. Boah, Bro. Boom, Alter. Gönnt euch diese Felgen. Zu krass. Leute, hier. Einfach 9 Kilometer das Auto runter gehabt. Ich habe schon einige Neuwagen auch abgeholt, aber ich hatte noch nie ein Auto gehabt, was wirklich nur 9 Kilometer runter hat. Das war schon krass gewesen. Und das Lustige ist, wisst ihr, warum das Auto nur 9 Kilometer runter... Ach, ich guck da zur Kamera und die Kamera ist da. Hier, brandneu, 9 Kilometer. Oh ja, guckt euch das an, Leute. Das sind 22 Zoll Chromfelgen. So, Leute. Boah, guckt euch das an, einfach wie der aussieht, Leute. Zu krank, Digga. Da steht er. Guckt euch das Biest an, Alter. Ganz wild. Wie ein anderes Auto. Guck mal, das ist den ich hatte. Wie unterschiedlich. Das sind beides, Leute, muss man sich vorstellen. Die gleichen Autos. So, Leute, das ist der alte. Wie unterschiedlich die aussehen, oder? Boah. Das ist der neue. Guckt euch das an. Der ist so ein bisschen so undercover, finde ich. Er ist natürlich ein bisschen dreckig leider, weil ich halt 700 Kilometer gefahren bin mit dem dahin, um das Auto zu wechseln. Aber das ist so ein bisschen undercover, würde ich fast sagen. Und das ist so auf Maybach angelehnt. So Maybach auf Wish bestellt, so wisst ihr? Ey, Leute, ich fahre das Auto unnormal. Auch mit den, ist einfach geil, Bro. Oh mein Gott, ich liebe das Auto. Oh. Ey, Leute, es sieht einfach so nice aus. Oh, geil, Mann. Geil, geil, geil. Ja, schöner Mann. Ja, das ging natürlich alles wegen Corona-mäßig, konnten wir da keine richtige Besichtigung machen und so. Wegen Corona musste das natürlich alles schnellmäßig abgewickelt werden, so. Aber trotzdem, die Leute von Mercedes haben sich wunderbar um mich gekümmert. War ein geiler Tag gewesen. Das Lustige ist, was ich nicht gezeigt habe, meine Eltern haben auch ein neues Auto bekommen. Ich habe meinen Eltern auch ein neues Auto gekauft. Die haben sich auch mega gefreut. War ein cooler Tag gewesen, war ein schöner Tag gewesen. Auch mal wieder so ein bisschen Abwechslung. Das Ding war, Leute, im Hotel konnte man einfach essen. Das war krank gewesen. Also das war ganz wild. Im Hotel konnte man einfach wie im Restaurant essen. Das war cool gewesen. Aber wisst ihr, was mich... Also, das war echt cringe gewesen. Wir sind da angekommen im Hotel und das war auch ein sehr relativ teures Hotel, in Anführungsstrichen. Ich habe, glaube ich, für einen Tag Übernachtung für mich und meine Eltern 730 Euro bezahlt, was schon echt viel ist, muss ich sagen. Und Problem, die waren so über... Also, ich nehme es denen auch nicht übel. Ich denke mal, wegen Corona waren die so ein bisschen auf halbe Kraft unterwegs gewesen. Und als wir da ankamen, die waren so überfordert gewesen. Boah, da ging gar nichts. Real Talk, da ging gar nichts. Da ging gar nichts, Leute. Das war schon krass gewesen. Die waren einfach, weil das waren irgendwie... Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, man dürfe eigentlich gar nicht so... Also, man dürfe ja in ein Hotel, dürfte man ja, glaube ich, rein, wenn man geschäftlich was zu tun hat. Und wir sind da reingekommen, alles full. Ich dachte mir so, boah, was ist denn hier los, Alter? Und dann waren aber auch irgendwie nur 4 Mitarbeiter oder so gewesen. 730 Euro ist insane teuer. Ja, aber man muss sehen, das waren 2 Doppelzimmer. Frühstück, Essen war auch noch mit drin. Also wir haben ja abends noch im Restaurant gegessen und so. Das war auch noch mit drin, das muss man auch noch sagen. Und das Essen war relativ teuer gewesen. Im Restaurant halt das Essen. Also ja, 730 Euro war sehr, sehr teuer gewesen. Aber die waren maximal über... Das hat mich so genervt, Alter. Ich krieg nächsten Tag die Rechnung und ich dachte mir so, boah, 730 für... Für komplett überforderte Leute.
Aber gut, was will man machen? Ich will es ja auch gar nicht übel nehmen. Für so eine Branche wie Hotels oder so ist das eine üble Zeit. Aber es hat mich ein bisschen genervt, so weißt du. Aber was willst du machen? Ey, wir haben da, glaube ich, 1,5 Stunden auf Essen gewartet. 1,5 Stunden. Boah. Leute, ich sage euch ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als auf Essen zu warten. Bruder schreibt, Bro, bei 700 Euro kannst du dir keinen Service erwarten. Service beginnt erst bei 2.000 pro Nacht, ja. Ach, Kinders, ey, das war eine Woche gewesen. Auf ganz entspannte Woche.